Hallo meine Lieben, heute werden wir zum fünften Mal die Engelkarte ziehen. Das sind schon 5 Sonntage. So seht ihr, wie die Zeit verläuft. So, und damit grüße ich euch erstmal recht, recht herzlich. Schaut her, die Engelkarten. Wir mischen sie wieder. Das heißt, ich mische sie und ihr schaut zu, wie ich das so mache. So. Glaub mir, das ist gar nicht so einfach, diese riesigen Karten zu mischen. So, aber das war's schon. Wir fächern sie aus. So, sie werden ausgefächert. Und meine Hand fährt drüber. Ah, diese soll es sein. Heute mal von einer ganz anderen Seite. Alle anderen können weg. Okay, so, das ist unsere Karte. Aha. Ich sage euch jetzt, welche Karte wir als fünfte Karte gezogen haben. Und zwar ist es, das ist wunderschön, die Karte vom Engel der Freude. Okay, wir nehmen wieder unser Buch und dann lese ich euch mal vor. Also, die Affirmation zu diesem Engel ist: Ich spüre in meinem Herzen eine große Freude, die mir mein Bewusstsein für die Dinge meines Lebens bringen. Der Engel der Freude sagt dir: Sehe und gehe mit Freude durch die Natur und du spürst die freudvolle Energieschwingung. Du verlangst nach der Freude deines Lebens. Augenblicklich triffst du die tiefe Entscheidung, den eigenen Raum energetisch zu öffnen, um Freude zu erfahren. Schließe deine Augen und atme tief ein und wieder aus. Lasse in deiner Entspannung alle negativen Gedanken los. Verbinde dich mit mir, dem Engel der Freude. Danach fühlst du, dass sich deine Seele freudig ausdehnt. Spüre, wie die Freude deinen Geist durchfließt. Hier ist die Botschaft vom Engel der Freude. Dehne die freudige Energie in deiner Aura aus und du wirst fühlen, wie jedes Chakra sich mit Freude auffüllt. Diese freudige Energie fließt in alle Chakren, sowie durch dich und deinen Geist. Das ist die Weite des Lichtes zur Verbindung zum Engel der Freude. Mein Rat ist, sei dir darüber im Klaren, dass dich eine freudvolle Energie erreicht. Du kannst sie bewusst öffnen. Vertraue dem Engel der Freude und genieße deine Freude in deinem Leben. Amen. Bis zum nächsten Sonntag. Herzlichst, eure Dirja.